Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon, das amerikanische Spiel im Online-Modus. Wir haben in den letzten Parts haben wir ein paar Duelle gemacht, unter anderem so freie Duelle und halt auch ein gesamtes Turnier gespielt. Heute haben wir mal wieder was Schönes bekommen, als ich mich angemeldet habe. Wir haben so eine komische Schatztruhe bekommen, die wir jetzt natürlich mal öffnen werden, bevor wir überhaupt reingehen werden. So, lass uns das öffnen. Wir bekommen Fluchtseil und 5 Punkte. Na gut. Das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Und heute schauen wir uns mal kurz an. Wir können hier tauschen. Öffentliche Angebote. Schauen wir mal fix rein. Kann ja nicht schaden. Okay. Server scheint sich gerade nicht so... Karten. Ich will doch nur Karten laden. Na gut, muss ich mir vielleicht doch anschauen, wenn wir nicht gerade in der Aufnahme sind. Ich hätte gedacht, es geht jetzt ein bisschen schneller. Neustart der Versus-Leiter. Neue Versus-Belohnung sind erhältlich. Rayquaza EX, Brandverstärker. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Pokémon EX ist, fügt dieser Angriff 50 weitere Schadenspunkte zu. Das ist nice. Nach Impuls lege die obersten 3 Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. Das ist nicht so nice. Dafür halten nur 3. Angriffsdinger. Ja, ja. Und wir sehen hier. Das letzte Mal sind wir bis hier ungefähr gekommen. Ist auch diesmal wieder mein Ziel. Deswegen werden wir einfach mal ein Duell suchen. Und er hat Wasser, Drache, Feuer und Normalkarten in seinem Deck. Wir sagen das Ergebnis voraus. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Wir wollen mal anfangen. Fangen wir mal an. Ausnahmsweise werden wir mal anfangen. So, wir haben 2 Trasters auf der Hand. Paralysieren oder angreifen? Ja, komm. Es wird mein Gegner das aktive Pokémon aus. Noobs. Noobs. Schöner Name. Noobs Anoobs. Sehr philosophisch. Wir sind uns eindeutig einig, dass das der Wahrheit entspricht. Denn Menschen sind auch Menschen. So. Wir haben leider nicht so geile Karten gerade auf der Hand. Deswegen. Oh, das ist schon mal besser. Gehen wir direkt auf das Galagladi. Oh, 130 Leben. Machen wir mal. Beenden. So. Außer Trainerpost. Ist das Trainerpost? Das ist Trainerpost. Er nimmt sich N. Ach ne. Das ist eine ganz doofe Karte. Er wird sie wahrscheinlich auch. Das ist echt eine ganz doofe Karte. 20 Schaden für uns. Muskelband, nochmal Terno. Noch ein Trassler. Der gute Kampffahnder. Und den Zug beenden. Bitte. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich endspielen. Na, spielt die Evo-Brause. Da habe ich mir gedacht, anders geht es auch nicht. Was ist das eigentlich? Ach, er hat das Rayquaza X schon. Das ist ja wunderbar. Anscheinend jemand, der nur dieses Spiel spielt. Wir spielen auf Zeit. Kollege, wir spielen auf Zeit. Und holen uns noch mal Terno. Was können wir noch Schönes? Der Beulenhelm. So. Wir beenden den Zug.
Den Superball möchte ich mir noch aufbewahren, falls er nämlich jetzt gleich einspielen sollte. Könnte nämlich jetzt gleich der Fall sein. Weil jetzt hat er alles, ja, er hat alles gemacht, was er, glaube ich, machen wollte. Er hat keine Energiekarten auf der Hand. Ah, gut. Giovannis Intrige ist schon mal gut. Machen wir nochmal 20 Schaden extra. Leichtstein. Habe ich das Bild noch nicht geladen. Jetzt mal gucken, dass diese Karte angelegt ist. Hat keine Rückzugskosten. Na gut. Achso. Sechs Karten, er hat zweimal das Rayquaza X. Na, jetzt geht's aber los. Ja, ich will das Tassler gar nicht saven. Lass das ruhig down gehen, das brauche ich gar nicht. Ja, ist eine gute Doppelenergie. Kangama sehr schön. Zug beenden. Dein Vulkanion geht sowieso jetzt nicht so ohne down. Zählt die Doppelenergie eigentlich mit Doppelangriff? Ja, eigentlich schon. Ne? Dann hätten wir 6 wenn 120. Wir müssten also sowieso Giovannis Intrige einsetzen. Noch ein EX-Pokémon. Ist natürlich wunderbar für ihn. Hat relativ viele X-Pokémon, er hat da jetzt gerade 4 Stück auf der Bank liegen. Das gefällt mir gar nicht. Es scheint wohl ein Hardcore-Gamer zu sein. Was ist das denn für eine komische Energiekarte? Spezielle Energie, die kann ich gar nicht. Dieses Pokémon kann nur an Drachen-Pokémon angelegt werden. Diese Karte liefert Energie jedes Typs, aber immer nur jeweils 2 Energien, wenn sie an ein Drachen-Pokémon angelegt ist. Okay. Ah, jetzt sieht er nochmal neue Karten. Mit der Doppelenergie müsste das eigentlich reichen. Wenn wir ihn angreifen, weil wir ja noch das Muskelband haben. Und 140 Schaden, sehr gut. Haben wir uns Giovannis Intrige gespart. Da ist das unser Wohin genau, welches neu im Deck ist. Jetzt werde ich das Rayquaza spielen. Aber es ist ein anderes, als was man bekommen kann. Wirf eine Münze bei Zeit, kann dieses Pokémon Drachenhieb während des nächsten Zuges nicht einsetzen. 130 Schaden. Ah, das ist der Leichtstein. 180 KP hat das. Ich one-hit mir auch gleich. Oh, da setzt er wieder seinen Rayquaza noch mal stärker. Einmal, wenn du das nächste Zug vor dann kannst du eine Feuerangriff von deiner Hand auf den Aktplage schreiben. Wenn du das machst, füge die Angriffe deinen Basisfeuer. Dieses Zug ist 30 weitere Schadenspunkte zu. Das hätte ja gar nichts gebracht. Weil er kann ja gar nicht angreifen. Was zum Teufel? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Oh. Hätte irgendwie trotzdem keinen Sinn gemacht. Man kann ihn eh nicht angreifen. Was ist das? Kessladero, ganz komischer Sprite. Warum das denn jetzt? Wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst und auf deiner Bank, kannst du deinen Gegner dazu veranlassen. Oh, ernsthaft. Was ist das denn für ein Bullshit jetzt? Du bist am Zug, Mama.
Ja, wir müssen halt Rückzug jetzt machen, hat eh keinen Sinn. Und jetzt hart unnötig, doofer Effekt. Aber ziemlich starker Effekt, meiner Meinung nach. Ja, doch, auf jeden Fall sehr gute Karten. Das ist sehr schwierig hier, das zu gewinnen mit unseren Standardkarten. Das Problem ist halt nicht, dass er die ganzen EX-Pokémon hat und die gerade absolut aufrüstet, sondern auch, dass seine normalen Pokémon halt sehr starke Karten sind. Unter anderem das hier. Und wir derzeit nur das Galagladi haben, um was auszurichten. Ich meine, wir schlagen gleich einen X-Pokémon, das heißt, wir dürfen zwei Preiskarten ziehen, aber das wird uns, glaube ich, nicht so viel bringen. Auch wenn wir halt noch Pokémon Center Dame und den Tank in petto haben. Kann ich auch nicht. Die Basis-Pokémon erhält zusätzlich 40 KP. Wow. Und sein Angriff fügt des Gegners 20, 10 weitere Schadenspunkte zu. Wow. Was ist das denn einfach nur für ein Item? Das ist ja richtig krass. Das ist ja sowas wie der, wie das Muskelband, bloß stärker an sich, weil du halt noch 40 KP extra hast. Jetzt hat das dämliche Vieh 220. Immerhin eine Doppelenergie. Das bringt uns schon mal was. Wir haben Kelia und Miltank bekommen. Ist jetzt nicht gerade das, was ich mir gewünscht habe. Jetzt ist die Frage, wirft er gleich Zahl oder hat er das Glück? Wenn der Zahl wirft, dann können wir eine Runde länger mit dem Galagladi angreifen. Wir bringen die extra KP auch nichts. Na komm schon, lass uns das Glück haben. Ach so, ja, stimmt. Ist ja fucking Gürtel. Habe ich vergessen. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob er nochmal angreifen kann. Ist eigentlich auch egal, weil wir jetzt definitiv verloren haben. So. Ja, viel bringen tut uns das eh nicht. Es ist leider das Problem, wenn die Gegner halt so viele starke Karten im Deck haben, weil die wahrscheinlich schon so viel gespielt haben. Und wir direkt so einen Gegner bekommen. Da verstehe ich das Matchmaking-System allerdings auch nicht. Und er darf halt die ganze Zeit weiter Drachenklaue einsetzen. Das ist halt unnötig. Immerhin können wir uns schützen. Aber so richtig von Vorteil ist das hier auch gerade alles nicht. Jetzt kriegen wir zwar einen Bisofang. Komm, gib uns doch ein paar Runden. Nee, natürlich nicht. Ist auch egal. Ja, jetzt holt er sich noch eine Karte auf die Hand. Jetzt greif an. Er denkt sich so, nee, lass mal nicht angreifen. Lass mal noch jetzt auf Zeit spielen. Du kannst gar nicht mehr verlieren, Junge. Guck dir jetzt an. Immer wieder kann ich die Dachklaue einsetzen.
Das ist egal, was ich mache. Oh, ganze 10 Schaden. Oh mein Gott, habe ich noch 130 vor mir. Wow. Jetzt darf er mal nicht angreifen. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, Basis-Energiekarten brauche ich noch nicht. Das Problem ist halt auch, dass ich 130 Schaden machen muss. Okay, jetzt kann man mehr... Ach, bis zu 8 Pokémon auf seinem... Wow, jetzt kommt das auch noch. Naja, für uns vielleicht gar nicht mal so von Nachteil, wenn er das macht. Ne, macht er nämlich jetzt nicht. Heißt, ich zumindest einen Effekt sehen, dass man das immer machen muss. Und nicht, dass man auch noch das aussuchen darf. Ja, wir haben verloren. Geil. Easy. Na gut, ich würde sagen, das war's auch an dieser Stelle. Wir haben gegen ein Deck gespielt, was wahrscheinlich voll war mit EX-Pokémon. Hat wohl ziemlich viel Zeit hier rein investiert und ziemlich viele Karten gezogen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.